Der kleine Vincent hat sich den Traum vom eigenen Haus schon erfüllt. Doch auch er könnte beim Ausbau der eigenen vier Wände noch etwas nachbessern. Natürlich geht es aber um richtige Häuser und Wohnungen. Ausbauideen und Kontakt zu Firmen aus dem Umland, das finden Heimwerker und Häuslebauer auf der Baumesse in Offenbach. Die Eintrittskarte gab es von vielen Firmen als Geschenk, ansonsten für 5 Euro an der Kasse. Über 150 Aussteller präsentieren sich an 3 Messetagen. Ein neues Dach, neue Möbel oder vielleicht eine neue Gardine? Die Offenbacher lassen sich gerne bei Neuanschaffungen beraten und holen sich Ideen und Wohntrends ab. Wie wäre es denn zum Beispiel, in der Küche beim Kochen mit James Bond mitzufiebern? Der klappbare DVD-Player im Küchenradio ist gleich eingebaut und macht das möglich. Beraten lassen sich die Besucher aber auch in puncto Sparen. In Zeiten von Finanzkrise und Umweltproblemen ist Energiesparen das Schwerpunktthema auf der Baumesse. So sind Solaranlagen ebenso gefragt wie Wärmepumpen. Diese Geräte bereiten Restwärme aus dem Haus effektiv auf und müssen kaum nachheizen. Eine komplette Heizanlage in der Größe eines Kühlschranks. Ebenso erfinderisch ist die Pelletheizung. Bei dieser werden günstig erhältliche Pressholzstäbchen nach und nach verbrannt. Doch heizen ist eine Sache, einsparen die andere. Wer ein neues Haus baut, der stellt bekanntlich Stein auf Stein. Neu ist, dass darin bereits der Dämmstoff enthalten sein kann. Die Offenbacher Energiesparinitiative erklärt, wie man mit ein paar Dämmmaßnahmen kräftig sparen kann. Mit wenigen Mitteln sind so bei einem 25 Jahre alten Haus bis zu 80% Ersparnis drin. Bares Geld, das sich an anderer Stelle investieren lässt, zum Beispiel in ein Stückchen Luxus zu Hause. Vielleicht muss aber auch am Haus selbst mal wieder dringend ausgebessert werden, zum Beispiel ganz oben. Dieses Dach könnte für rund 20 Euro pro Quadratmeter so aussehen. Und durch das Dach, lieber Vincent, regnet es auch wenigstens nicht herein.